Welt 4 war damals meine Lieblingswelt. In dem Sinne, Welt 4 forever. Verstehst du? Forever. Wie eine 4. Die Röhre bringt uns nichts. Die führt wieder zu einem Shortcut bei einem Schloss. Wir gehen also über die Brücke in diese Röhre. Und dann kommen wir an die richtige Stelle raus. Da erwarten uns die ersten Löffelchen. Und schau mal, da links ist auch ein Toadhaus. Wenn wir also nochmal einen Hammer bekommen, können wir auch diesen Erdblock zur Seite räumen. Mal sehen, ob wir das so sehen werden. Ich finde die Farbkontraste hier ein bisschen sehr gesättigt, oder? Das Blau ist ein bisschen stark. Na gut, Welt 4-1 und ihr seht den Unterschied, oder? Ei, was denn hier passiert? Willst du hoch hinaus, oder was? Sind alle XXL hier. Die Wolken. Ja, hier einfach Gewässer, ne? Aber es sind zwei kleine. Es sind zwei kleine Röhren. Auf die musst du hören, sagt der Sören. Ich mag die riesigen Goombas und Koopas. Ich glaube, ich mochte das damals. Einfach, weil das dickere Texturen sind. Es ist ja einfach nur vergrößert. Einfach nur, also vergrößert im Sinne von, die Pixel sind teilweise gleich groß. Das meine ich damit explizit. Finde ich hübsch, die Idee. Ich mag das. Tiny Huge Island, ne? Kommt ein bisschen daher. Das war auch schon der Witz hinter dem ersten Level, das uns einfach nur sagen will, lol, guck mal, es ist riesig. Aber das wurde auch, wo wurde das benutzt? New Super Mario Bros. Wii, da gab es auch so einen Riesenwald, oder? Ich glaube, das war die Wii-Version. So, jetzt wird abgetaucht. Tauchen für die Lauchen. Lauchenstange. Die sehen alle ein bisschen komisch aus. Man hat das Gefühl, die wussten nicht, ne, wenn es zu... Wenn es zu detailreich wird, dann wissen die gar nicht mehr, wie die aussehen sollen. Uah. Uah. Ist hier kalt oder was? Nehme ich einen Stern. Ich habe gesagt, das genau ist aus Absicht so designt. No shit, Sherlock Magus, aber das ist alles Absicht. Tja, der Cheep hat mich. Fliegende Fische. Schau mal einer, guck. Vielleicht bekomme ich gegen den Hammer Bro was Besonderes. Sogar ein dicker Hammer Bro. Macht Sinn. Der Sumo Bro! Den gibt's ja auch ab und zu. Den gibt's ja auch in Mario World und hast du nicht gesehen. Aber eigentlich kommt er aus der Gigantenwelt hier. Ne? Das ist auch ein Ding. Was habe ich denn jetzt bekommen? Ich weiß gar nicht, was ich bekommen habe. Ich muss ein paar Sachen verbraten. Das ist mir zu viel. Ich habe nur zwei Seiten. Dann nicht. Dann habe ich wieder. Ich habe noch Platz. Ah, also ekliger Cheep unten. Och, komm, er ist schon besiegt, er ist schon weg und dann schießt er noch los. Ich hol mir jetzt den Stern, mir reicht's. Ich ging davon aus, diesmal geht er in die andere Richtung. Oh, ja, wie soll ich da reagieren? Erstens mal konnte ich nicht springen, da waren nämlich noch Blöcke. Ne? Punkt 1, Punkt 1. Ach, komm. Es ist eine Gaudi. Jetzt wird brilliert, Freunde. Brilliert. Wie ein Brillant. Ah, ich finde das schon. Jetzt hole ich mir den aber. Ja, ist klar. Ist klar. Was denn auch sonst? Ich glaube, es hängt ja von der Richtung ab, in die Mario schaut. Aber ich mache das irgendwie nach Gefühl. Aber mein Gefühl verlässt mich, habe ich das Gefühl. Mein Gefühl sagt mir, ich sollte nicht auf mein Gefühl hören. Denn ich bin ein gefühlsloser Mensch. Dafür habe ich das Memory noch gelernt. Da ist nicht weit gelaufen. Es ging los. Eins haben wir schon komplett gelöst. Pilz, Blume, One-Up. Was war dann? Stern haben wir noch nicht. Noch ein... Was? 10 Münzen. Pilz. 20 Münzen. Oh mein Gott. Stern hatte ich hier. Alter. Blume? Ach, also langsam wurde es auch gruselig. Bleiben wir bei der Wahrheit, das war schon beängstigend. Alles klar. Guck mal hier, Minzblätter kannst du ein bisschen. Kannst du einen guten Tee machen? Den habe ich auch nötig. Guten Beruhigungstee nach dem Spiel. Ich mache das aber nicht am Stück. Keine Angst, am Stück mache ich das auch nicht. Wobei, kann man. War ein guter Abend. Guter Abend. Bums, bums, bums.
Dimmerz. Ja, der ist immun gegen mein Feuer. Okay, ich hab mich verschätzt. Die Sprünge sind nicht so, wie ich mir die vorstelle. Er ist viel zu schnell abgesunken. Abgesunken. Ob du da reingehst oder da reingehst, spielt keine Rolle. Das ist so ein bisschen wie SMB1 in dieser Sequenz. Nur, dass du jetzt selber in die Röhre reingehen kannst, was sich damals jeder gewünscht hat. Boah. Aber selbst in die Röhre reingehen, das wär's. Eure Träume wurden wahr. Da fallen Stachis von der Decke. Da würde ich mal dem Vermieter Bescheid sagen. Das wird reklamiert. What? Da hat der einen Speed drauf gehabt, Alter. War das Sonic? Sonic the Hedgehog. Und ja, bei uns in Europa gab es, ne? Erst Sonic 1, bevor es Super Mario Bros. 3 gab. Ich sag explizit in Europa. Juni 91 Sonic, August 91 SMB 3. Auch da, ne? Wenn man die beiden Spiele vergleicht, Sonic 1 ist bei uns in Europa älter als SMB 3. Und jetzt vergleicht mal Grafik und Schnelligkeit, Farbenpracht. Man vergleicht ja Sonic 1 immer gerne mit Mario World, aber... Ja, selbst SMB 3 lag für uns auch in der Zukunft. So, die Flammen, die finde ich ein bisschen witzig, ne? Mit ihren kleinen Beinchen. Oh, diese kleine Beinchen. Niedlich. Die wollen uns töten. So wie der. Ich dachte, er hätte noch einen Weg. Und so muss Mini-Mario mal wieder den Tag retten gegen Boom Boom. Da lasse ich jetzt aber auch nichts anbrennen. Nichts anbrennen. Du hast den Herd angelassen. Das ist der Boom Boom Rhythmus. Den habe ich im Blut und der geht so. Boom, 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 boom. Ruhe. Die Schnauze, Mann. Alles klar, dödeln wir das noch schnell weg. Pilz. Oh, ich nehme eins. Und es gibt gar nicht so... Oh, hier hätte ich den Frosch auch benutzen können, aber ich habe keinen mehr. Es gibt irgendwo Geheimräume, wo du die Frosche bekommen kannst, aber weiß Gott, wo das war, ne? Frag ihn, wenn du siehst, aber ich sehe Gott nicht auch häufig. Sonst würde ich ihn noch ganz andere Sachen fragen. Ich darf mal sicher sein. Hilfe! Hilfe! Wir sind uns bewusst, was für ein Meilenstein das ist. Was für Sprünge getan wurden. Und wie viele der Grundsteine hierfür auch noch in heutigen Mario Games benutzt werden. Außer das Ziel, das ist dämlich. Das wollte keiner mehr. Aber ich muss trotzdem sagen, ne? Wir überlegen nochmal, was ist das beste NES-Spiel? Da war ja die Debatte. Bestes NES-Spiel of all time. Jetzt sind wir uns ja sicher, dass... Natürlich hat sich's nicht meist verkauft, aber Super Mario Bros. 3 ist besser als Super Mario Bros. 1. Und 2. Wobei ich Mario Bros. 2 Doki Doki Panic ja sehr mag. Das hier ist schon das beste Mario-Spiel auf dem NES. So, sind wir uns schon mal einig. Bei Zelda ist es halt nicht so, weil Zelda hat auch einen epischen ersten Teil, der Grundsteine legt. Und einen zweiten Teil, der komisch ist und andere Sachen versucht. Aber Zelda hat im Gegensatz zu Mario keinen dritten Teil auf dem NES bekommen. Das war dann quasi erst Link to the Past auf dem SNES. Ne? Link's Awakening. Deswegen fehlt Zelda so dieser Vorsprung. Wenn du diese ganzen anderen siehst von Nintendo, Metroid, Kid Icarus, Punch-Out. Punch-Out macht auch Spaß. Aber das lässt sich halt schwer vergleichen. Punch-Out hat nicht so viel Abwechslung und so dieses Abenteuer-Feeling. Ich meine, du hast noch Final Fantasy, Star Tropics und so. Guck mal, diese Kugel will ich sie auch umdrehen. Stark. Mega Man 2 vor allen Dingen ist episch. Aber ich würde sagen, so in der Gesamtwerkbilanz nicht an SMB 3 ranzureichen. Das Einzige, ich sag's immer wieder, unterschätzt es nicht, es ist super krass eigentlich.
ist Kirby's Adventure. Für das NES. Ja, das NES war schon abgelöst. Das Super Nintendo gab es schon. Und für den Game Boy erschien Kirby's Dream Land. Und erst nach Kirby's Dream Land und Spin-offs wie Kirby Pinball Land gab es auf dem guten alten NES Kirby's Adventure. Wo er, glaube ich, dann auch zum ersten Mal sich verwandeln konnte, indem er Gegner verschluckt hat. Was war das hier nochmal? Das war eine Blume. Und das war... Yes! Und das war nicht nur krass, es hat Spaß gemacht. Kirby's Adventure hat richtig viel Umfang, im Gegensatz zu Kirby's Dream Land, nicht wahr? Es sieht grafisch krass aus, also guckt euch mal den Endboss von Kirby's Adventure an. Ich meine, ich kannte den auch in erster Linie nur von NES Remix 2. Aber auch grafisch und so... Würde ich sagen, also ich will jetzt nicht sagen so, das ist es, Freunde, das sage ich gar nicht. SMB 3 oder Kirby's Adventure ist besser, ich sag nur, das haben viele einfach nicht im Blick. Das Kirby's Adventure sehr, sehr, sehr gut ist für NES-Verhältnisse. Was ist das denn hier? Die wollten mich, ne? Die wollten mich hops nehmen. Das Level ist cool, ist quasi dieselbe Welt, seht ihr das? Nur einmal in normal und einmal in alles ist riesig und dick und fett. Nice. Dann nehmen wir die riesig dicke und fett Version. I like big sizes. The chubby ones. Okay, das lasse ich lieber. Ich lasse das. Nein. 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 Der Klassiker. Ja, das war die Strafe. So einfach Strafe jetzt. Ich glaube, das war verdient. Verdient war das. Ich bleibe einfach in der riesigen Welt, okay? Ich gehe gar keine Tür rein. Simpel und effektiv. Und du hast das Gefühl, die Welt würde sich verwandeln. Dabei ist einfach dasselbe Level zweimal aufgebaut worden. Ach, von hier kommt kein Wannabe raus? Warum? Warum machst du diesen? Schade, also so vom Lebensverlust dachte ich wirklich, ich werde ein bisschen souveräner auftreten, so. Gedacht hat er gedacht. Gedenkt. Meine erste Part ist sauber verlaufen. Das ist der richtige Tanuki, Freunde. Ich habe damals gesagt, das ist ein Bär. Ich weiß bis heute nicht, ne? Die verschiedenen Erzählungen über Laufe der Jahre bringen mich leider durcheinander. Eines soll halt der Waschbär sein und das andere ist der Tanuki. Wenn man zum Beispiel vergleicht bei Super Mario 3D Land, hast du immer den Ganzkörperanzug. Also wo auch, sag ich mal, wie eine Kapuze über Marios Schädel geht. Hier hat er ja nur die Ohren und den Schwanz. Und ich glaube, er hat einfach nur Tanuki-Ohren und Tanuki-Schwanz, Freunde. Und das andere ist der Tanuki-Anzug, komplett. Ich hatte mich auch mal was gelesen zu haben. Dass, ich glaube, Miyamoto sagte, er hat sich damals gewundert, dass sich niemand darüber gewundert hat. Dass die Leute nicht gefragt haben, was ist denn das, was soll denn das? Weil der andere Tanuki, der Vollkörperanzug, der hat ja diese komische Verwandlung. Und das hat alles irgendwie mit japanischer Mythologie zu tun, also Verwandlung. Der kann zu einer Steinsäule werden, auch in diesem Spiel. Und, ja, da kann ein Gegner ignorieren den dann und so. Und das hat alles mit japanischer Mythologie zu tun. Und da hatte Miyamoto so ein bisschen Bedenken und hat gesagt so, weiß nicht, ne, das versteht doch keiner. Und dann haben sie es veröffentlicht. Und Miyamoto war so gespannt, was die Amis vor allen Dingen dazu sagen. Ob die hinterfragen, was damit los ist. Und dann war er regelrecht enttäuscht, der Shigi. Dass keiner gefragt hat, was ist denn damit los? Warum wirst du zu so einer Steinfigur? Ja, aber ich kann die Antwort liefern. Ne, der Miyamoto vergisst irgendwie. War hier nicht irgendwas? Der Miyamoto vergisst eine Sache. Wir sind hier quasi im Wunderland. Wir sind hier quasi im Alles ist möglich. Land. Wir schlüpfen in Röhren, wir pfeifen uns Pilze rein, da laufen Skelette rum.
Wir können fliegen, hier wird doch nichts mehr hinterfragt. Das ist doch alles ein Wunder. Das ist doch alles Fantasie hoch 10. Ja, wenn da einfach mal eine Mythologie da drin ist, ne? Also quasi eine Komischheit mit realem Hintergrund. Wie sollen wir das unterscheiden, wenn wir das nicht kennen? Ne? Heutzutage Tanukis und so oder Yokai, wir wissen Bescheid, wir kennen das so ein bisschen grob. Weil heutzutage auch die japanische Kultur sehr beliebt ist in unserer Jugend, würde ich sagen. Guck mal, das ist ein Dino, vielleicht war das der Yoshi. 16-Bit-Version. Das ist ein ganz komischer Dino da. Verstehe. Damals war das nicht so. Und so ein Tanuki, genauso wie eine Winkelkatze, das hat alles irgendwie Tradition und Hintergründe. Es ist ja, japanische Mythologie geht ja so weit. Das ist eine verrückte Sache. Aber dafür kann man das jetzt heutzutage als Fact im Let's Play droppen. Das ist so in Ordnung. Und ja, Mario 3D World hat das ja häufiger nochmal zum Ausdruck gebracht. Wir wollen ja auch nicht vergessen, ne, das sage ich jetzt auch nochmal dazu, der Tanuki, der taucht heutzutage hin und wieder mal auf. Aber der war seit Super Mario Bros. 3 verschollen. Natürlich abgesehen von den Super Mario Bros. 3 Ports und Remakes, Remasters, wie Mario All-Stars, Advance 4. Aber abgesehen von Mario, was zu Mario Bros. 3 gehört, Mann, ist das Scrolling-Level langsam. Davon abgesehen, war nichts zu sehen von dem Tanuki oder Waschbär oder wie auch immer. Der war quasi vermisst. Genauso wie Bum Bum. Ne, Bum Bum war so ein generischer, komischer Gegner. Den gab's nur hier. Und ich weiß nicht, ob es noch euch jetzt bekannt ist, weil es auch schon wieder 13 Jahre her, seit 2011 Mario 3D Land erschienen ist. Das war quasi die Rückkehr von Super Mario Bros. 3 Sachen. Der Tanuki. Es gab ja auf der E3, wo der 3DS vorgestellt wurde, gab es irgendwie von wegen New Mario Game und da war im Hintergrund so ein Schatten zu sehen von Tanuki Mario. Kann man hier nicht sogar hochdrücken? Irgendwas war da mal. Mit dem Luftschiff kann man das. Als ob. Ich dachte, die wechseln sich ab. Ne, und in Mario 3D Land taucht da nicht nur Bum Bum wieder auf, sondern auch der Tanuki. Das ist Iggy. Iggy. Und anders als Wendy. Wendy macht da Probleme, aber den kann man einfach so bashen. Ich bin auch geschädigt, Freunde. Ich bin halt einfach... Das ist so das Ding. Hä, war Welt 4 jetzt wirklich so schnell? Bitte, was? Bin ich krank? Nein, ich bin krank. Hallöchen. Das wollte ich nur mal sagen. Und das war eine Anspielung an den Titelbildschirm aus Super Mario Bros. 3. Also wenn man jetzt Part 1 den Anfang nochmal vergleicht, wo der Titelbildschirm steht mit Super Mario Bros. 3, das ist auch hinter der 3. Der Schatten ist anders, weil der Schatten sieht aus wie mit dem Tanuki-Schwanz dran. Und so war das quasi der Teaser für Mario 3D Land, bevor man wusste, wie das Mario-Spiel für 3DS überhaupt heißt. Der Dief, der die Flöte gestohlen hat, entkam zu den östlichen Seiten der Sanddünen. Das ist ein Hinweis. Das ist der Hinweis, dass man in der zweiten Welt ganz im Osten irgendwas finden kann. Wie man da jetzt drauf kommen soll. Die sollte eigentlich schon einen Tipp geben. Benutzt den Hammer! Aber hat sie nicht. Freunde, dann war das ein kurzer Part eigentlich für die vierte Welt. Aber ab jetzt wird gekrachert. Welt 5 ist lang. Ja. Denn das hier ist noch nichts. Dann geht's auf den Wolken weiter. Welt 6 ist super lang, Welt 7 ist auch mega lang, Welt 8, ja, ist wieder gut lang, aber nicht extrem. Also mir hat die vierte Welt gefallen. Ich mag diese Großthematik zur Abwechslung. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein und nicht verpassen. Ich freue mich auf euch und gebt mir Daumen, denn Daumen sind besser als Pflaumen. Bis dann und ciao!